Da fliegen die Athleten über 240 Meter weit. Der Kulm gehört zu den größten Skiflugschanzen der Welt. 1950 fliegen die Springer da schon um den Sieg und damals haben schon 103 Meter gereicht. 1996 hat der Andi Goldberger mit 198 Meter Skiflug-Gold gewonnen. Heute sind bereits Weiten bis 244 Meter möglich. Schanzenrekord. Die Athleten sind dabei ca. 7 bis 8 Sekunden in der Luft. Das war mir zu wenig, deshalb bin ich Hubschrauberpilot geworden. Die Springer beschleunigen in ca. 4,5 Sekunden auf 100 km/h. Das ist ungefähr so wie ein besserer Sportwagen. Die Schwierigkeit besteht darin, bei der Weltmeisterschaft 4 saubere, gute Sprünge, gleichmäßige runterzubringen und vor allem natürlich eine saubere Landung. Von Freitag bis Sonntag geht da jetzt an die Skiflug-WM über die Bühne. Ob da ein neuer Rekord gebrochen wird,